Hallo liebe Carbonauten und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Karrieremodus 0.23 KSP Tutorials. Heute beschäftigen wir uns mit einem für Anfänger eher schwierigen Thema, nämlich dem Thema Docking. Es ist schwierig, aber es hat es gar nicht zu sein. Ich zeige euch auch wieso. Und wir sollten uns als allererstes angucken, was für Science ihr dafür braucht. Ich habe mit dem Science, was wir in der letzten Folge freigeschaltet haben, in erster Linie diesen Tech-Tree-Teil, den oberen, weiter ausgebaut. Ganz konkret solltet ihr, damit ihr die Schritte, die in diesem Tutorial drankommen, nachvollziehen könnt, Heavier Rocketry haben. Das bedingt natürlich, dass ihr auch Heavy Rocketry habt. Da sind in erster Linie Engines und Tanks mit größerem Umfang drin. Dann braucht ihr Specialized Control. Da bekommt ihr so tolle Sachen wie so eine Lander Can und ein MK-1-2 Command Pod, wo drei Leute reinpassen. Und aber am allerwichtigsten fast ist Specialized Construction, denn hier findet ihr diese Clampotron Docking Ports. Gut, eine Sache, die ihr noch braucht, ist mehr Personal. Denn die Kapseln, die wir heute in die Umlaufbahn schießen, haben jeweils immer drei Astronauten an Bord oder Carbonauten. Und hier in dem Personalbüro können wir weitere Carbonauten einstellen. Die haben momentan solche Werte, Courage und Stupidity, machen momentan nicht viel. Also ihr könnt einfach ein paar auf Vorrat nehmen. Es kommen ja auch immer mal ein paar weg, sind wir mal ehrlich. Ein bisschen Schwund ist immer, auch im Weltraumprogramm. Jetzt geht es an den Bau unseres kleinen Orbiters. Hier werden wir nicht viel fancy Stuff machen. Wir werden einfach nur irgendwas bauen, was in Orbit kommt. Wichtig dabei ist die oberste Stufe und der widmen wir uns jetzt. Wir nehmen eine Kapsel und in diesem Fall eine unserer schönen neuen shiny Capsules mit drei Insassen. Und wir müssen sie mit einigen Utensilien ausstatten, wie wir es schon kennen. Natürlich wollen wir die Kapsel heil zurückbringen, das heißt, wir benötigen Fallschirme. Und es gibt hier einen großen Fallschirm, den man hier oben draufsetzen kann. Der entspricht in etwa unserem kleinen Fallschirm, den wir schon kennen. Das ist der hier. Größenverhältnis sieht man, glaube ich. Der hier kann deutlich mehr tragen. Das ist aber nicht das, was wir da oben drauf machen werden. Wir tun als erstes dort oben einen RCS Fuel Tank drauf. Und ich erkläre euch gleich, wozu der gut ist. Jetzt platzieren wir den da erstmal. Und dann platzieren wir dort oben drauf etwas, das nennt sich Clampotron Shielded Docking Port. Das ist das, womit wir nachher unsere beiden Kapseln, die wir in Umlaufbahn bringen, zusammen docken werden. Als nächstes befestigen wir unsere Fallschirme. Dann nehmen wir einfach die Radial-Parachutes, die wir schon kennen. Und dann nehmen wir drei, das sollte reichen. Jo. Ja, sehr gut. Das passt doch wunderbar. So, und nun haben wir hier noch eine Sache zu machen. Und das ist, diesen Stack-Decoupler drunter zu setzen. Es gibt eigentlich auch Stack-Decoupler, die genau die Größe haben, diesen Umfang dieser größeren Kapsel und Tanks. Allerdings haben wir den noch nicht freigeschaltet. Es geht für unsere Zwecke aber auch so. Man muss nur bedenken, es ist nicht ganz so stabil wie etwas, was den gleichen Formfaktor hätte. Hier drunter platzieren wir einen kleinen großen Tank. Das ist der hier. Und unter diesen kleinen Tank platzieren wir die sogenannte Poodle Engine. Die Poodle Engine entspricht in etwa dem LV-909, den wir schon kennen. Das ist der mit dem guten ISP im Orbit. Nun ist unsere obere Stufe fast fertig. Was wir noch benötigen, sind natürlich ein paar Solarzellen. Nehmen wir die hier. Vier Stück. Und ein paar Batterien. Nehmen wir die hier. Und ich drehe sie mal ein wenig, damit die Lichter nach außen zeigen. Na? Ja, das tut's auch. So, und jetzt müssen wir nochmal über diesen RCS-Tank sprechen. Unsere normale Treibstoffversorgung für die meisten Antriebe ist ja das hier. Also Flüssigtreibstoff und ein sogenannter Oxidizer. Hier in diesem Tank ist dieses Gemisch ein anderes. Hier gibt es tatsächlich nur eine einzige Treibstoffsorte und die heißt dann auch passenderweise Monopropellant. Dieser Treibstoff wird verwendet für die sogenannten RCS-Systeme. RCS
sind die kleinen Steuerdüsen, wie ihr sie sicherlich auch schon mal an echten Raumschiffen gesehen habt, die sehen dann so aus. Und die sind dazu gedacht, im Orbit kleinere Manöver durchzuführen. Sowas wie Docking. Gut, die müssen wir natürlich befestigen. Und wichtig ist, dass wir auch diese symmetrisch befestigen und eben nicht nur irgendwo in der Mitte, sondern jeweils an den entlegenen Enden von dem Gegenstand, den wir bewegen wollen. In diesem Fall befestige ich sie hier unten und ein weiteres Paar hier oben. Und man kann es ganz gut sehen, wenn man da rangeht, wie die feuern. Die feuern nach links und rechts und oben und unten. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, was passieren würde, wenn man von dem Ding nur einen hätte oder wenn man sie nur in der Mitte befestigen würde. Wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, probiert es ruhig aus. Nur so viel Docken ist damit dann quasi unmöglich. Gut, und das ist bereits alles, was wir für unser Orbitalmanöver brauchen. Jetzt müssen wir das Ding nur noch in die Umlaufbahn bringen. Und da bin ich wirklich sehr pragmatisch. Also mich interessiert da in dem Fall nicht, womit ihr das in Orbit schießt. Das einfachste Design, was mir auf spontan eingefallen ist, mache ich euch hier einfach mal vor. Ich nehme einen kleinen Tank von dem Formfaktor und einen großen Tank, klemme die Skipper Engine drüber dran. Das ist unsere neue Engine, die im Prinzip ähnlich ist wie die LVT-30, die wir hatten, nur eben größer und macht 650 Schub. So, und daran befestige ich jetzt ganz schnell unter Structural unsere neuen Detachment Manifolds bzw. die Coupler. Machen wir mal so, reicht hier oben. Und baue da im Prinzip das gleiche nochmal dran. Ich nehme einen kleinen Tank. Das mittig. Sieht mittig genug aus. Und nehme einen großen Tank mit jeweils der Engine drunter. Na? Zack. Und eine Sache, die wir letztes Mal gelernt haben. Wir sorgen dafür, dass der Sprit von links nach rechts bzw. von außen nach innen fließt. Darauf achten, dass das symmetrisch ist. Sieht symmetrisch aus. Oh, und eine Sache habe ich noch vergessen. Damit man uns im Dunkeln besser sehen kann, befestige ich hier oben einfach nochmal ein wenig Licht. Und ihr wisst ja, dass man Gegenstände im drehen kann, wenn man sie befestigen möchte, mit WASD und Q und E. Und ich drehe das einmal und guck mal, ja, fast so, wie ich es haben möchte. Und jetzt halte ich Shift gedrückt, um das Ding noch ein wenig zu neigen. Zusammen mit W und S könnt ihr hier das so neigen. Und ich glaube, so tut's das für mich. Sieht gut aus. So nehmen wir das. Und das ist unsere ganze Rakete, die wir brauchen. Nochmal schnell das Staging korrigieren. Ja. Die nach oben. Und die Antriebe. Zack. Nach unten. Hallo, hat nicht geklappt. So, Antriebe zünden. Wenn die Tanks leer sind, werden sie abgesprengt. Wenn der Tank leer ist, wird er decoupled und dann startet die obere Stufe. Mit nichts weiter als unserem Rest hier oben dran. Wunderbar. Das reicht für uns und das nennen wir Docking Orbiter 1. An Bord sind unsere Top-Piloten. Das können wir hier sehen, wenn wir hier oben auf Crew gehen. Wir sehen, dass hier Jebediah, Bill und Bob drin sind. Wir könnten die jetzt clearen und unsere Reservemannschaft da hinzufügen, nämlich Haldorf, Griffith und Orsi. Und die werden das sicher schaffen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Gut. Wunderbar. Dann werden wir das mal speichern und starten. Und es sieht nicht beeindruckend aus, aber es tut den Job. Wir drücken wieder T, wir erhöhen den Schub auf 100% und zünden unsere Teufelskonstruktion. So. Ich habe tatsächlich die Zeit ein wenig vorgespult vorhin, weil wir im Dunkeln starten. Da man da aber dann nicht so viel sehen kann, dachte ich mir, wir wollen noch lieber einen Start im Hellen machen.
Die Lichter sind aber trotzdem ganz wichtig für den Fall, dass man nachher auf der dunklen Seite docken muss. Das weiß man vorher nicht, denn die beiden Schiffe müssen sich ja irgendwie möglichst effizient annähern und da kann das durchaus mal vorkommen, dass man auf der dunklen Seite rauskommt. Normalerweise könnte man hier genauso gut eine Konstruktion machen mit Feststoffraketen. Das habe ich mir jetzt verkniffen. Wie gesagt, das ist nicht das effizienteste aller Designs. Es ist nur eins, was am schnellsten geht und was auch für euch am narrensichersten ist. Also da kann man nicht viel verkehrt machen. Ups, außer dass man zum Beispiel so wie ich einfach mal über 200 Meter pro Sekunde geht, bevor man durch den Großteil der Atmosphäre gedrungen ist. Und wir können gleich unser Gravity Turn einleiten. Ja, machen wir das mal jetzt. Jetzt können wir wieder Schub geben. Und um Gottes Willen, achtet darauf, dass ihr beide Schiffe oder beide Raumschiffe, die ihr startet, absprengen. Ja, wenn das nicht wunderschön ist. Also achtet darauf, dass beide Raketen, die ihr startet, auf dem gleichen Winkel starten, damit ihr sie in einen identischen Orbit gleich starten könnt und nicht erst lange noch die Inklination anpassen müsst. Gut, wir schauen uns das Ganze mal auf der Karte an. Und wir sehen, dass wir eine Apoapsis haben, die wir in etwa 26 Sekunden erreichen. Sie ist stabil, das heißt, sie fällt nicht, sondern sie wächst sogar, T-27 Sekunden. Und heute wollen wir in einen Orbit gehen, der in etwa bei 90 Kilometern liegt. Das gibt uns ein bisschen Luft für alle möglichen Anpassungen, die wir machen wollen, weil wir ungefähr 20 Kilometer haben, bevor wir in die Atmosphäre zurückfallen würden. Und ich erkläre euch auch im Prinzip gleich noch, warum wir das machen. Der Rest dieses Manövers ist tatsächlich ein ganz banales Orbitalmanöver. Und ich glaube, jetzt springen wir einfach mal in der Zeit. Und wir sprechen uns gleich wieder. Und inzwischen sind wir in einen perfekten Orbit eingeschwenkt. Wir sehen das hier. Er hat 90 Kilometer auf der einen Seite und 90,1 auf der anderen. Das ist gut genug für uns. Er ist ein wenig schief. Das könnten wir korrigieren. Lassen wir jetzt aber sein. Das machen wir mit unserer zweiten Kapsel. Und jetzt erkläre ich euch ganz basal, was mit RCS auf sich hat. Wir kennen ja schon dieses Licht für SAS. Das stabilisiert unsere Kapsel, wenn wir sie so drehen. Wenn wir es ausstellen würden, dann würde sie einfach weiterschwingen. Ja, ohne dass ich irgendwas drücken kann, würde sie sich nicht stabilisieren. Wenn ich jetzt allerdings wieder T einschalte, zack. Dann stabilisiert sich die Kapsel mit dieser marischen Energie, die ihr innewohnt. Wenn wir nicht auf marische Energie zurückgreifen wollen, um solche Sachen zu machen, dann bleibt uns nur das RCS-System. Und dafür drücken wir die Taste R. Und ihr seht hier unten auf dem Navbauer leuchtet jetzt die grüne RCS-Leuchte. Jetzt ist das RCS-System aktiv. Das RCS-System nutzt diese Komponente Monopropellant und wir haben ein bisschen Monopropellant in dem Command-Pod und wir haben diesen zusätzlichen Tank. Und was passiert, wenn ich jetzt unsere normalen WASD-Tasten drücke? Seht ihr, da kommt also schöner weißer Dampf in dem Fall aus den Düsen und unsere Kapsel bewegt sich etwas. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, wenn wir unsere Kapsel so drehen. Wir brauchen es auch nicht für das Rollen. Ihr seht, dann feuern hier andere Düsen. Aber wofür wir es sinnvoll einsetzen können, sind Parallelbewegungen. Und ich mache das einmal vor. Hier, und dafür gibt es ein eigenes Set von Tasten. Und zwar konkret die Tasten H für vorwärts, N für rückwärts, J für nach links, L für nach rechts, K für nach vorne, also Richtung, das ist eben dann, fängt es an schwierig zu werden, ich sage jetzt einfach mal Richtung Kamera,
und I für entgegengesetzter Kamera oder von uns weg. Und das sind die Tasten, die wir brauchen, um vernünftig ein Docking-Manöver durchzuführen. Gut, soweit, so gut. Jetzt können wir im Prinzip fast schon das zweite Schiff starten. Was wir aber machen sollten, um uns das Leben zu erleichtern, ist diese Kapsel so ausrichten, dass es für uns leichter ist, nachher mit ihr zu docken. Und wir machen das, indem wir sie so nach Norden ausrichten, wie ich es hier schon gemacht habe. Ich drücke jetzt nochmal R, weil wir keinen Sprit verbrauchen müssen. Und ich richte das im Prinzip direkt auf dem Horizont nach Norden aus und drehe die Kapsel so. Und warum tue ich das? Ist eigentlich ganz einfach. Ich mache jetzt einmal die Zeitbeschleunigung, um zu demonstrieren, wovon ich spreche. Wenn ich hier Zeitbeschleunigung mache, dann bleibt die Ausrichtung der Kapsel immer Nord-Süd. Sie rotiert zwar ein wenig, wie man hier sehen kann, aber das obere Ende zeigt immer nach Norden und das untere Ende zeigt immer nach Süden. Das ist nicht grundsätzlich so. Und ich warte jetzt mal, bis wir hier wieder auf die Tagesseite kommen. Na, da ist die Tagesseite. Wunderbar, traumhafter Sonnenaufgang. Wenn ich beispielsweise die Kapsel nach Osten drehen würde, na, so wie wir im Prinzip aus unserem Startmanöver rauskommen, und jetzt wieder die Zeit beschleunigen würde, dann sieht man, dass in einer Umlaufbahn um Kerbin sich die Kapsel in Bezug auf den Planeten einmal um 180 Grad dreht. Das kann unter Umständen dazu führen, dass ihr desorientiert seid oder dass es für euch schwieriger ist, eure Rakete vernünftig auszurichten. Das wollen wir alles nicht. Aus genau dem Grund richten wir unsere Rakete nach Norden aus. Wo ist sie denn? Norden, Norden, Norden. Da ist Norden. Und damit ist eigentlich schon getan, aber ich rotiere sie jetzt trotzdem mal so. Und für den Fall, dass ich auf der sonnenabgewandten Seite docken muss, schalte ich einfach das Licht mit ein. Und das ist sie, unsere kleine Raumstation, mit der wir gleich docken möchten. Das ist der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Als nächstes starten wir einfach das gleiche Design nochmal. Diesmal mit unserer A-Besatzung Jebediah, Bill und Bob, um mit der anderen Kapsel im Weltall zu docken. Ich habe vergessen, sie eben umzubenennen. Das heißt, momentan heißen sie beide Docking Orbiter 1. Das ist natürlich Blödsinn. Wir benennen sie einfach mal um in Docking Orbiter 2. Na? Yep. So, und jetzt warten wir am besten ab, bis es einen guten Zeitpunkt gibt, das Raumschiff so zu starten, dass wir möglichst nah zusammen, wenn wir hier aufsteigen entlang unserer Kreisbahn, möglichst nah rauskommen von dort, wo diese Kapsel ist. Und ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Time Warp. Und der Gedanke ist ungefähr zu warten, bis sie hier ist. Und um dann zu starten, ihr werdet gleich sehen, warum das eine gute Idee ist. Zack. Und T, voller Schub und Liftoff. Und auch hier machen wir nichts anderes als das, was wir immer gemacht haben. Wir warten bis 10.000 Metern und machen dann einen Gravity Turn bei 90 Grad, um in diesem Fall in einen Orbit zu kommen, der so etwa bei 80 bis 85 Kilometern Höhe ist. Und ich würde mal sagen, wir sprechen uns gleich. Und wir sind inzwischen in einen Orbit eingeschwenkt, der nicht ganz dem entsprach, was ich geplant hatte. Also ich wollte ja in etwa so bei 85 bis 80 Kilometern rauskommen mit der Kapsel. Bin ich aber nicht ganz. Hier bin ich bei 78 und dort drüben bin ich bei 89. Nichtsdestotrotz denke ich, wir sind in einer optimalen Position, um unser Rendezvous-Manöver mit diesem Docking-Orbiter 1 einzuleiten. Was man bedenken muss, ist zweierlei. Zum einen müssen wir auf die exakte Umlaufbahn kommen, die der Orbiter 1 hat. Und das schließt nicht nur sozusagen die Höhe ein, da ist ja hier ein Unterschied, ein immenser Unterschied, sondern eben auch die Inklination. Und man kann hier sehen, dass die beiden ein ganzes Stück auseinander sind.
Und das müssen wir natürlich korrigieren. Das erste, was wir machen müssen, wenn wir also probieren, zwei Körper zum Orbiten zu bewegen, ist erstmal ein Ziel zu setzen. Deswegen machen wir hier Set as Target. Und wir sehen hier etwas, was sehr, sehr gut aussieht. Die grüne Bahn zeigt also die unseres Ziels an und die blaue Bahn zeigt die von uns an. Und hier sehen wir zwei Marker, die wir schon kennen, nämlich den grünen Marker hier und dort drüben. Das sind die sogenannten Ascending Node und Descending Node Marker, die uns anzeigen die Schnittstelle der beiden Kreisbahnen und wo sie sozusagen an der Inklination, also dem Winkel, dann auseinandergehen. Wir haben hier aber auch noch ein paar neue Marker. Und diese neuen Marker zeigen uns jeweils an die Orte, an denen die beiden Objekte sich jeweils am nächsten sind im Orbit. Und das ist der Intersect 2, also der übernächste Orbit, beziehungsweise die übernächste nächste Begegnung, die sie haben. Und der sagt hier Separation 15,6 Kilometer. Und hier drüben kann man sehen, Ascending Node, Intersect da, Intersect 1, Separation 21,8 Kilometern. Das heißt also, hier 21 zu 15. Wir nähern uns im Laufe des nächsten Orbits schon beträchtlich der ganzen Angelegenheit an. Gut, was sind also unsere Schritte, um das möglichst noch besser zu machen? Der erste ist, dass wir uns Gedanken machen, was wir an dem Ascending Node hier drüben machen. Und ist eigentlich ganz egal. Der nächste Node, dem ihr hier begegnet, dort macht ihr euer nächstes Manöver, indem ihr hier einen Manövernode setzt. Und alles, was ihr tun müsst, ist dafür zu sorgen, dass sich diese beiden Kreisbahnen abdecken. Wenn ihr an dem Node danach zu hoch rauskommt, dann zieht ihr den nach unten. Wenn ihr zu niedrig rauskommt, dann zieht ihr den nach oben. In diesem Fall zip, zip, zip. Kann man im Prinzip sehen jetzt, dass hier 0,3, 0,2. Ja, noch ein Stück. Bin ich schon zu weit? 0,1. Minus 0,1, okay. Also da irgendwo ist der Sweet Spot. Und dort werden wir also unser Manöver machen. Das ist lediglich ein 3 Sekunden Burn. Das ist jetzt nicht allzu viel. Grundsätzlich ist es so, dass solche Manöver, nämlich diese Inklinationswechsel, unglaublich spritintensiv sind. Man sollte die also vermeiden, wo man kann. Und lieber direkt in die jeweilige Umlaufbahn einschwenken, wenn man das sozusagen kann. Besonders dann, wenn man zum Beispiel ein Rendezvous hat um den Mond oder so. Da sollte man gucken, dass man diese Inklinationswechsel sozusagen schon beim Anflug berücksichtigt, weil sie sehr, sehr teuer sind. Man sieht es hier, sind ja trotzdem noch 50 Meter pro Sekunde. Das ist nicht wenig. Gut, wir machen einmal Fast Forward zu genau diesem Punkt. Und wir sehen, da begegnen wir uns schon fast. Und wir sitzen glücklicherweise schon auf dem blauen Marker. 3 Sekunden heißt, da machen wir gar nicht groß Aufhebens von wegen vor und hinter dem Marker burnen. Wir machen das einfach hier. Zack. Null. Und ja, ich korrigiere das nochmal nach. Da ist er. 1,7. Zack. Mehr brauchen wir nicht. Löschen wir. Nein. Hoch. Gut, und jetzt haben wir hier im Prinzip schon unseren nächsten Intersect. 22,3. Und danach auch 22,3. Da sitzen unsere beiden Intersects. Also die nächste Begegnung und die übernächste Begegnung. Das ist für uns natürlich nicht ganz so optimal, denn wir wollen ja, dass die sich immer weiter annähern. Wir sind hier bei 89, irgendwas und hier bei 79, irgendwas. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir an irgendeiner Stelle hier unseren Orbit switchen. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil kleinere Orbits zwar mit einer niedrigeren Geschwindigkeit geflogen werden als größere Orbits, aber da ihre Kreisbahn kleiner ist, sie also weniger Strecke zurücklegen müssen, sind sie relativ gesehen zu Objekten, die in einem höheren Orbit sind, schneller. Zwar, wie man hier sehen kann, hat das unser Orbiter 1 eine höhere Geschwindigkeit, aber wie wir auch gleich sehen werden, wird unser Orbiter 2
auf dieser geringeren Kreisbahn schneller fast an ihm vorbeiziehen. Was wir also machen wollen, um ihm näher zu kommen, ist schneller zu sein als er. Um ihm schneller zu sein, müssen wir niedriger sein. Auf der anderen Seite wären wir weiter in einem größeren Orbit, wären wir langsamer und müssten dann quasi unseren Orbit verringern, damit wir wieder schneller werden. In diesem Fall müssen wir weder noch, denn was hier passieren wird, ist, dass wir, und das kann ich einfach mal vorführen, weil das nicht so viel Zeit frisst. Wir kommen ja, unser Orbit senkt sich ja hier hinten, wir sind ja ungleichmäßig. Hier waren, unsere Apoapsis ist 89 und unsere Periapsis ist 79, also sind 10 Kilometer Unterschied. Was wir jetzt sehen, ist, dass wir noch in etwa auf etwa der gleichen Höhe fliegen. Und jetzt, wo unser Orbit kleiner wird, ziehen wir an der Kapsel, die im höheren Orbit ist, vorbei. Das ist natürlich nicht ganz das Ergebnis, was wir wollen. Aber wir können das richten, indem wir unseren Orbit ausweiten. Und das tue ich jetzt einfach mal. Wir sind hier in den Target-Modus umgeschwenkt, weil wir dem Objekt sehr nahe gekommen sind. Das brauchen wir aber jetzt noch nicht. Wir gehen mal in den Orbit-Modus zurück. Und ich brenne jetzt einfach mal entlang des ProRate-Vektors. Und wir sehen, dass wir uns hier weiter annähern. Hier hinten ist das 28, 18, 17, 15, 10, 4, 0,6. Das ist eigentlich wunderbar. Und das ist die Begegnung, wo wir dafür sorgen werden, dass wir das Docking-Manöver konkret ausführen. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Wir werden an diesem Punkt nochmal den Orbit kreuzen. Und ab hier sind wir langsamer, sodass wir zurückfallen. Und die erste Kapsel die Chance hat, zu uns aufzuschließen. Und hier nähert sich unser Docking-Manöver. Gleich ist der Intersect. Und wir können jetzt im Prinzip schon die Zeitbeschleunigung ausstellen. Und jetzt durch einen Klick hier oben auf Orbit nochmal klicken, bis hier Tage steht. Und auf einmal verändert sich alles, was auf dem Navboard ist. Ganz konkret, die Geschwindigkeit, die hier angezeigt wird, ist die relative Geschwindigkeit zum Ziel. Das Ziel ist in diesem Fall unsere andere Kapsel. Und mich wundert, dass sie nicht angezeigt wird. Na, wo ist sie denn? Da ist sie. Wunderbar. Hier ist der Orbiter und wir sind circa 1 Kilometer weg. Was wir jetzt machen müssen, wenn wir erst einmal in dieser Reichweite sind, ist, dass wir unsere Geschwindigkeit, unsere relative Geschwindigkeit senken, indem wir Retrograde brennen. Wir sehen, unsere relative Geschwindigkeit zum Ziel ändert sich. Das liegt daran, dass unser Pro- und Retrograde-Vektor nicht mehr sozusagen unsere orbitale Richtung anzeigt, sondern die konkret zum Ziel. 3, 2, 1, 0. Fast. Noch ein bisschen mehr korrigieren. Na? Das funktioniert noch nicht ganz. Sind wir ein bisschen zu schnell gewesen. Ist jetzt ein wenig fummelig. Gut, jetzt stehen wir quasi still, relativ zu unserem Ziel, nämlich dem Docking Orbiter 1. Der Navball zeigt uns zusätzlich zu unseren normalen Pro- und Retrograde-Vektoren noch zwei weitere pinke Indikatoren an. Das eine ist dieser hier, der sieht aus wie ein Punkt mit so vier Strichen drumherum. Und auf der anderen Seite sehen wir hier, das kann man jetzt etwas schlecht erkennen, aber das ist ein Punkt mit drei Strichen, die so davon wegzeigen. Das ist quasi der Marker, der entgegengesetzt zeigt. Und wir sehen es hier auch. Wir zeigen mit unserer Nase weg von unserem Objekt, wo wir hinwollen. Und dieser lilane zeigt auf das Objekt hin. Was wir jetzt machen wollen, wo wir uns mehr oder weniger mit stillstehen,
ist auf das Objekt zuzufliegen. Und da brauchen wir nicht viel. Also wenn wir das mit 20, 30 Metern pro Sekunde machen, ist das völlig ausreichend. Da ich hier einen Kilometer zu überbrücken habe, mache ich ein bisschen mehr. Und achtet darauf, nicht so schnell dem entgegenzukommen, weil ihr seht, das kommt sehr, sehr schnell wieder. Und ich bremse jetzt schon mal ab. 40, 30, 20, 10. Und wenn ich in etwa meinen nächsten Punkt erreicht habe, das sollte jetzt in etwa sein, bremse ich auf 0 ab. Und jetzt stehe ich quasi wieder still, direkt über diesem Objekt. Und wir sehen, wie clever das war, dass ich das Licht angemacht habe, denn tatsächlich docken wir auf der dunklen Seite. Und hier ist übrigens das Kerbal Space Center. Und jetzt drehe ich meine Kapsel wieder in Richtung der anderen Kapsel, hier auf den lilanen oder pinken Marker, und brenne wieder ein wenig. Da ich jetzt noch viel näher dran bin, nehme ich noch viel weniger Schub. 3 Meter pro Sekunde reicht mir. Und halte mich bereit, auch diese Geschwindigkeit wieder auszugleichen. Und so mache ich das ein paar Mal, bis ich denke, dass ich nah genug dran bin für einen ernsthaften Docking-Versuch. Und das würde ich so bei 20, 30 Metern machen. Guck mal. Ah, da können wir schon Details erkennen. Und das ist ganz gut. Sobald wir einigermaßen was erkennen können, ist eigentlich unsere Stunde gekommen. So, und da sind wir. Da sind unsere beiden Kapseln. Und ich drehe die auch mal nach Norden, so wie die andere. Und da sind sie. Docking Orbiter 1 und Docking Orbiter 2 direkt nebeneinander. Auf der dunklen Seite, was natürlich nicht ganz so gut ist. Wir machen jetzt mal Zeitbeschleunigung und hoffen, dass die nicht allzu weit voneinander wegdriften, damit wir auf der Tagesseite rauskommen. Ja, ein bisschen driften sie auseinander, das müssen wir dann gleich nochmal korrigieren. Aber wir wollen nicht unbedingt auf der dunklen Seite docken. Ja, wunderbar, das reicht uns ja eigentlich. Und jetzt nähere ich mich dem Ganzen nochmal, so dass wir so bei 20 Metern rauskommen. Na. Nehme ich so 3 Meter pro Sekunde. Und achtet darauf, dass ihr mit eurem dem austretenden Gas aus eurem Triebwerk nicht zu nah an die andere Kapsel kommt, denn das kann die tatsächlich wegdrücken, sofern es sich um eure Flüssigtreibstoffantriebe handelt. Die RCS-Systeme sind von diesem Phänomen nicht betroffen, die könnt ihr in direkter Umgebung des anderen Objekts feuern, wie ihr lustig seid. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir sind jetzt bei 30 Metern dran und wir springen jetzt in die nächste Phase unseres Manövers. Wir lassen SAS aktiviert, aber wir drücken zusätzlich die Taste R. Und ihr seht, hier leuchtet die RCS-Leuchte. Jetzt sind unsere RCS-Thruster aktiv. Das bedeutet, dass ich jetzt mit den Tasten, die ich euch schon erklärt habe, H, J, K, L, I und N, diese Steuerdüsen betätigen könnt. Der letzte Schritt, den wir noch machen müssen, ist, unsere Docking-Adapter zu öffnen. In diesem Fall drücke ich hier mit der rechten Maustaste drauf, sage Open Shield. Und ich habe vergessen, bevor wir uns hier aus der Kapsel entfernt haben, das Docking Shield zu öffnen. Das müssen wir noch machen, deswegen müssen wir auf das andere Gefährt wechseln. Wir können das tun, indem wir auf den Map Mode gehen und hier klicken und sagen Switch to. Jetzt haben wir gewechselt, jetzt seht ihr, jetzt sind wir in dieser Kapsel. Wir öffnen das Schild und jetzt sind wir quasi hier bereit. Wir brauchen das nicht zu machen über den Kartenmodus, das Wechseln, sondern wir können auch das mit Tasten machen. In diesem Fall ist das die Taste neben der Backspace-Taste, diese Accents. Damit könnt ihr auch zwischen Schiffen wechseln. Gut, jetzt kommt die letzte Phase und die ist zugegebenermaßen ein wenig knifflig. Wir drehen die Kamera am besten so,
dass wir erstmal von hier drauf schauen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Ganze dreidimensional ist, dass es also noch eine Tiefe gibt. Wir haben ja clevererweise unsere Kapsel nach Norden ausgerichtet. Das heißt, alles, was wir machen müssten, ich mache jetzt RCS nochmal für einen Moment aus, ist unsere Kapsel, mit der wir jetzt ankommen, einfach mal auf den Kopf zu stellen, also nach Süden auszurichten. Na, also auf 180 Grad zu zeigen und eben auf den Horizont. Jetzt aktiviere ich RCS wieder. Und wie gesagt, mit H und N gebe ich Schub nach vorne oder nach hinten. Und mit J, K, L und I kann ich die anderen Richtungen verwenden, um diese seitlichen Bewegungen zu machen. Und genau das tue ich jetzt. Ich stehe auf den Kopf, deswegen kann ich nicht J drücken, um nach links zu kommen, sondern muss die L-Taste drücken, beziehungsweise umgedreht. Da müsst ihr immer ein bisschen rumprobieren und ich zoome noch mal ein wenig näher ran. Und das ist tatsächlich fummelig und das muss man eine ganze Weile üben. Ihr habt aber genügend Spritz hier, um sowohl die Annäherung als auch das Docking so lange zu üben, bis ihr keine Lust mehr habt. Und ich nähere mich jetzt langsam an und das ist eigentlich schon mal ganz gut. Und ihr könnt diese Bewegung dann natürlich genau wie mit dem Jetpack genauso wieder stoppen, indem ihr Gegenschub gebt. Was auch ganz wichtig ist, dass ihr hier mit der rechten Maustaste drauf gebt und sagt Set as Target. Jetzt zeigt euch die genaue Entfernung zu diesem Dockingport an. Und ich scheine mich ein wenig davon wegzubewegen. Und er zeigt euch dann auch die relative Geschwindigkeit wieder an. Und hier haben wir momentan 0,1 und wir sind ein wenig zu tief. Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut. Das heißt, ich muss I und K verwenden. In diesem Fall K. Und ihr seht, wie meine Target-Geschwindigkeit angezeigt wird als 0,3 Meter pro Sekunde. Und das war die falsche Richtung. Ich drücke hier ganz vorsichtig I. Und meine Target-Geschwindigkeit ist 0,4 Meter pro Sekunde. Und sobald ich hier, man muss da sehr viel mit der Kamera justieren, sobald ich das Gefühl habe, ich bin direkt da drüber. Ja. Wir nähern uns. Ganz genau. Bremse ich mit der entgegengelegenen Taste, also mit der Taste K in diesem Fall, mein Raumschiff so lange ab, bis meine Geschwindigkeit 0 ist. Und jetzt stehe ich statisch direkt darüber. Jetzt habe ich die Tasten H und N für vorwärts und rückwärts. Und ich benutze jetzt mal die Taste H, um mich auf das Objekt zuzubewegen. Auch hier wieder nicht so schnell. Sehr gut. Und das muss man einfach in mehreren Schritten machen. Also es gibt kein Manöver, wo man direkt einfach mit Schmackes drauf zufliegt und dann ist man dran. Das muss ganz, ganz vorsichtig vonstatten gehen. Hier sind wir wieder bei 0. Jetzt justieren wir die Kamera wieder und gucken, wo müssen wir uns eigentlich noch hinbewegen. Ich werde jetzt nochmal ein seitliches Manöver ausführen. Ja. Das scheint ganz gut zu klappen. Jetzt mit J und I wieder. Und wir sehen, dass die Rotation natürlich so ein bisschen die Position unserer Düsen verändert. Da muss man drauf achten, wie die Düsen stehen. Das ist das Einzige, wo man wirklich vorsichtig sein muss, dass man das nicht durch den Tüdel kriegt. Und jetzt stehen wir quasi direkt übereinander und jetzt müsste ich mit H ganz vorsichtig drauf zufliegen können und sobald ihr nachher noch dran seid, setzen Magneten ein, die die beiden Gefährte zusammenkoppeln müssten. Ja, fast. Ja, ich glaube, ich muss noch ein wenig anpassen. Ja, ich muss hier noch ein wenig rüberfliegen. Und wieder auscanceln. Und noch ein Stückchen nach unten fliegen. Ja. So. Ihr seht, jetzt greifen diese Magneten.
Und es kann sein, dass dann an ein Ende hin und her wackelt und ihr dieses Verbinden dieser beiden Module nicht sofort angezeigt bekommt. Für den Fall, und das ist der allerwichtigste Tipp, deaktiviert einfach das SAS. Und dann werden die beiden mit dem Magneten sich schon zusammenkuppeln. Und das ist es. Das ist unsere zusammengedockte Doppelkapsel. Und ihr könnt sehen, die Kontrollen funktionieren jetzt für beide. Und da wäre also unser perfekter Orbit. Das Ganze ist sehr, sehr knifflig. Das muss man eine ganze Weile üben. Seid nicht entmutigt, wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Stunden geübt, als ich das erste Mal gemacht habe, bevor es wirklich gut funktioniert hat. Ein guter Tipp ist auch, mit F5 zu speichern, bevor ihr das eigentliche Manöver angeht. Das heißt, wenn ihr dann mal zum Beispiel die Kapsel trefft und sie anfängt zu rotieren und das Ganze anfängt nervig zu werden, könnt ihr einfach wieder laden und es nochmal versuchen. Ein anderer Tipp wäre, dass ihr die Zeitbeschleunigung einsetzt, sobald irgendwas anfängt ungebührlich zu rotieren, denn das ist ein kleiner Cheat. Wenn man die Zeitbeschleunigung aktiviert, dann wird die Rotation dieser Objekte angehalten und ihr könnt euch wieder neu justieren. So viel aber dazu. Ich hoffe, ihr könnt dieses Manöver nachbauen und es hat euch einigermaßen gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir aus dieser nächsten technischen Errungenschaft unsere nächste Forschung rauskriegen. Bis dann!